ich grüße euch recht herzlich hier aus dem Wald mit ein bisschen Wasser. So ein kleiner Bach hier. Kann man das sehen? Ja. Immer schon. Auf die Seite. Und die Seite. Über diese Brücke dürft ihr alle gehen. Natürlich nicht diese, aber ihr wisst schon, wie ich es meine. Ja, ich grüße euch und möchte euch an etwas erinnern. Im Zusammenhang mit einer Geschichte. Denn es ist wahrhaftig Geschichte. Eine Geschichte. Erinnert ihr euch, dass ihr euch in einer Illusion befindet? Erinnert ihr euch, dass das hier alles Maya ist? Dass das hier, ich nenne es mal jetzt, aus einem Satzang heraus die Verarsche Gottes ist? Erinnert ihr euch daran, dass ihr euch mit dem Ego, mit dem Trennungsbewusstsein jedes Mal, wenn euch da was hochkommt oder wenn ihr handelt aus Trennungsbewusstsein oder aus dem Ego heraus, dass ihr euch selbst veräppelt, selbst etwas vormacht, dass ihr euch selbst belügt oder betrügt. Ihr macht euch ganz einfach was vor, wenn ihr so handelt oder denkt. Weil das ja alles Maya ist. Alles Illusion. Und ihr nehmt es ernst. Ihr nehmt es so ernst, dass ihr manchmal nicht wisst, was ihr tut. Weil ihr aus Trennungsbewusstsein heraus handelt und aus dem Ego. Beides zusammen ist eins eigentlich. Eins, was in Anführungsstrichen Negatives schafft. Und deswegen ist es ja alles so, wie es ist. Noch. Und das verbinde ich mit einer Geschichte. Ich durfte jemanden kennenlernen, ein sehr, sehr warmherziges, liebes Wesen. Und an der Geschichte möchte ich euch zeigen, wie aus Trennungsbewusstsein gehandelt wird, aus dem Ego gehandelt wird, aus dem Verstand gehandelt wird und eventuell noch aus einer Manipulation und aus Angst gehandelt wird. Oder sagen wir mal wurde. Aber es ist bestimmt für den einen oder anderen aufschlussreich, wenn er denn sein eigenes Umfeld betrachtet, wo er sich befindet. Wie gesagt, ich durfte ein nettes Wesen kennenlernen, die auf meinen Kanal kam und mit der ich geschrieben habe über WhatsApp
in etwa 14 Tage, so vom Zeitraum her in Anführungsstrichen. Und es stand nächstes Wochenende zu Pfingsten ein Besuch an. Wir waren wirklich wunderbar. Ich konnte so viel Hilfe leisten. Bei ihr habe sie, wie sie sagt, sehr, sehr weit bringen dürfen. Was einen natürlich freut. Und wir wollten uns treffen. Und ich habe mich auch drauf gefreut. Und heute früh kam aus heiterem Himmel eine Absage. Und was genau passiert ist, spielt keine Rolle. Ist auch jetzt nicht wichtig. Fakt ist, dass ich erkennen konnte, dass da Angst eine riesengroße Rolle spielt und Unsicherheit. Und Moment mal, ich habe hier gerade ein Telefon. Tja, da können wir gleich schon weitermachen. Ja, jedenfalls war der Eindruck bei mir, dass es da um Unsicherheit geht, Angst. Und man könnte meinen, dunkle Mächte, die sie zurückhalten wollten, auf alle Fälle gehe ich hundertprozentig von aus, dass es so ist, dass sie vor Prüfung gestellt wird, weil wer diesen Weg geht in die Unabhängigkeit, der wird auch getestet. Und selbst ich wurde auch in irgendeiner Form getestet, aber da gab es nichts, was ich hinterfragen musste. Ich nenne es mal so, bei mir gibt es nichts, was in irgendeiner Form getestet werden muss, weil ich weiß, was Phase ist und was mir dieser Weg bedeutet. Aber viele, die diesen Weg gehen, dürfen sich dessen bewusst sein, dass gewisse Menschen sie davon abbringen möchten. Natürlich alles unbewusst. Kein Mensch macht irgendetwas ohne Grund. Aber unbewusst reagieren gewisse Energien oder nennen wir es mal so. Ja doch, gewisse Energien ist schon richtig. Und versuchen, die Menschen, die auf diesem Weg sind, einzuschüchtern. Und sie schicken sogenannte Boten in Form von anderen Menschen, die dieses oder jenes übermitteln. Und mir ist dieses Video sehr, sehr wichtig, dass du verstehst, meine Liebe, was ich dir sagen will. Es ist natürlich dein freier Wille zu sagen, wir treffen uns nicht mehr. Man selbst hat damit überhaupt kein Problem. Und wichtig ist nur, dass man das erkennt. Weil wenn jemand aus bedingungsloser Liebe handelt und jemanden gerne physisch treffen möchte, ist das ja immer energetisch noch eine andere Sache, weil man sich dann im Nullpunktmoment befindet, als wenn man am Telefon miteinander telefoniert oder E-Mails schreibt. Es ist eine andere Energie.
die da vorhanden ist. Man schaut sich in die Augen, man adaptiert höhere Schwingung, transformiert niedrigere Schwingung, nennen wir es mal so. Man hätte da sicherlich, man selbst hätte da sicher sagen wir mal, unterstützen können. Und im Nullpunktmoment ist das denn unheimlich, es herrscht eine unheimliche Energie und man speist das, was man austauscht miteinander, ja auch ins Feld ein. Man macht das nicht für sich, man macht das nicht nur für den anderen. Man macht das fürs Kollektiv. Und wahrscheinlich gab es da einige Kräfte, die das möglicherweise verhindern wollten. Aber es ist nicht weiter dramatisch, sage ich mal so. Und man kommt damit sehr gut klar. Es ist nicht so, dass man nichts zu tun hat und so weiter. Ne? Aber man hat sich darauf gefreut und man wäre auch gern hingefahren. Nun, es ist auch diese Projektionen, die dann kommen, wenn man meint, man spürt in mir Trauer. Das ist der Spiegel, was zurückprallt. Die Projektion, nicht in mir ist Trauer, sondern in dir, meine Liebe, ist Trauer. Und wenn du es noch nicht erkennst, dann wird es durch irgendetwas hochgeholt werden. In mir ist absolute Stille, absoluter Frieden, absolute Ruhe, weder Trauer noch sonst irgendwas, weil alles schon seit vielen Momenträumen verbrannt ist. Also es ist eindeutig das Spiegelprinzip, was da bei dir auftritt. Und noch etwas zu der Ecke. Die Ecke ist wunderschön. Wer da Interesse hat, hinzufahren oder wer dort in dem Dreh wohnt, da sind drei Pyramiden. Das ist in der Nähe von, das heißt Rechberg. Drei Pyramiden sind dort. Ein extrem hoher Kraftplatz. Wie gesagt, man hätte sich gefreut, dorthin zu fahren. Aber es soll nicht sein und dann ist es in Ordnung so. Und auf der anderen Seite möchte ich sagen, wer mit einem sich im Nullpunktmoment befinden möchte, das heißt, wer sich mit mir treffen möchte, der kann das gerne tun, der kann auch zu mir kommen. Und dann kann man hier auch die Zeit verbringen, vielleicht ist das ja eine Variante für dich. Es muss ja Gründe gegeben haben, die dich daran gehindert haben, mich nicht treffen zu wollen oder zu können. Also an einem selbst hat es garantiert nicht gelegen. Aber gut, es ist so, wie es ist. Ich wollte nur erwähnen, wie sehr euch andere Menschen beeinflussen können. Und wenn ihr da nicht zu euch steht und wenn ihr da nicht, ich sag mal, klare Worte redet, das ist auch so ein Punkt, den ich dann bemerkt habe, ja, dieses und jenes darf ich da nicht sagen und dieses und jenes darf da nicht besprochen werden. Da gilt es,
klare Worte zu nennen. Und das ist es auch, was dieser Prozess dann von euch verlangt. Er verlangt von euch, dass ihr klare Entscheidungen trefft und nicht wackelig seid in euren Entscheidungen. Er verlangt von euch alles ab, nenne ich es mal so. Er geht bis ins tiefe Mark hinein. Und das ist egal, ob ihr das mit einem Zwillingspartner macht, mit einer Dualseele oder was auch immer, oder ob ihr diesen Prozess alleine vollzieht. Er verlangt von euch die absolute Wahrheit, die Reinheit, die Klarheit, dass ihr gerade zu euch steht mit dem Wort, was ihr sagt, dass ihr dazu steht. Und wenn da jemand kommt, der euch besuchen möchte, das sind dann Gleichgesinnte. Mehr hätte man da gar nicht sagen brauchen. Und gut ist. Aber jeder lernt daraus. Und auch du, ich weiß genau, dass du dadurch einen Schritt weiter gekommen bist in deiner Entwicklung. Und ich kann nur sagen, steh zu dir und lasst euch nicht verleiten und verführen und in die Irre führen. Ja, hier ist gerade ein Kleiner am Baden. Ich sage nur noch mal zum Schluss, wer ins Paradies will, der muss schon oder darf schon einige Hürden überwinden. Dieser Weg ist nicht leicht. Aber wenn man den einmal beschreitet, wird man ja getragen. Und dann kommt es ja auch drauf an, was der ein oder andere so gesehen abarbeiten darf, was er alles mitbringt an Karma. Aber der Weg ist steinig und hart, ja. Aber dazu gibt es Menschen, die gerne unterstützen und helfen und Hilfe anbieten. Und das kann ich immer nur wieder betonen. Ich unterstütze euch gerne. Und wer Interesse hat, der kann sich gerne bei mir melden, der kann mich auch besuchen. Aber versteht, dass es hier um Wahrhaftigkeit geht, um Standhaftigkeit. Denn wenn ihr im Außen wirkt, dann dürft ihr standhaft sein. Ihr dürft euch behaupten, aber nicht aus einem Ego-Faktor heraus, sondern aus der bedingungslosen Liebe heraus, aus diesem, aus dem fünften Element heraus. Die Schatten vereinen, und da gilt es nun mal, da durchzugehen und sich durchzukämpfen. Und es mag sein, dass das für den einen oder anderen mit viel Tränen verbunden ist und mit viel Trauer und Schmerz, aber da gilt es dann immer wieder im Hier und Jetzt zu bleiben, weil hier und jetzt in diesem Moment, wenn euch physisch nichts getan wird, ist alles gut. Und der Moment der Trauer und der Tränen, der ist in Minuten auch wieder vorbei.
das ist dann so gesehen erledigt, abgearbeitet und dann kommen die nächsten Momente. Und nach Regen kommt Sonnenschein, sage ich mal so. Ja, so ist es auch. Geht da durch und umso mehr ihr da abgearbeitet habt, umso stärker werdet ihr, umso standhafter werdet ihr und ihr steht dann letzten Endes wie ein Fels in der Brandung und euch haut nichts um. Weil wenn bedingungslose Liebe nur ist, was soll euch da entgegenkommen? Ihr zieht das gar nicht mehr an, das zieht den anderen Pol. Und wenn mal was passiert, dann wisst ihr, wie ihr handelt. Aus welcher Energie heraus. Die Energie, die euch in jedem Moment trägt, die in jedem Moment hier vorhanden ist. Und was vielleicht noch wichtig wäre, wie soll ich das sagen? Ich spreche dich jetzt an, meine Liebe. Du hast tagelang gefastet oder so. Ist logisch, dass da jetzt alles hochkommt. Und dass du so reagierst. Und vielleicht trifft es den einen oder anderen auch, wenn er mit der Ernährung was macht, dass der Körper aus den Zellen so gesehen allen Unrat rausspült und ihr euch nicht wundert oder wundern braucht, warum ihr dann so reagiert, weil es ist ein Reinigungsprozess auf zellulärer Ebene, der da stattfindet und es kann schon sein, dass das damit zu tun hat, denn für den einen oder anderen und weil mehr Licht in euren Körper möchte, muss ja erst der sogenannte Unrat in Anführungsstrichen raus. Die Programme müssen rausfliegen, dass der Speicher wieder leer wird. Und es ist völlig klar, warum du so reagiert hast, wie du reagiert hast. Völlig klar. Letzten Endes warst du das nicht, aber das habe ich dir auch geschrieben. Dass da dein Ego reagiert hat. Es hat reagiert. Du hast nicht geschrieben. Tja, so ist es dann eben mal, ne? Und dabei lasse ich es erstmal. Belasse ich es erstmal und wünsche euch allen wunderschöne Momente. In der Sonne oder auch nicht in der Sonne. Und bedingungslose Liebe und allen Segen. Eure Moni. Ciao, ciao.